Wir sind die Feuerwehr. 1,3 Millionen Menschen in Deutschland. Die allermeisten von uns machen das ehrenamtlich. Wie das läuft, wenn man uns braucht, kennen wir alle. Während wir gerade bei der Arbeit sind oder uns zu Hause unserer Familie widmen oder unserem Hobby nachgehen, kommt unerwartet der Alarm. Achtung, Einsatz! Wohnungsbrand im Nachbarort. Eine Person vermisst. Dann sind wir da und eilen zur Hilfe. Die Abläufe sind trainiert und alles sitzt. Auch die Rollen stehen fest und jeder weiß, was zu tun ist. Sarah ist unsere Gruppenführerin und trägt eine blaue Weste. Ich bin als Maschinist für die sichere Fahrt verantwortlich. Was einen erwartet, kann man nie vorhersagen. Aufgrund der Vorinformation wissen wir, dass eine Wohnung brennt und eine Person vermisst wird. Wie ist der Zustand des Hauses? Kann man es noch betreten? Wo könnte sich die vermisste Person befinden? Kommen wir noch rechtzeitig? Wichtig ist es, die Nerven zu behalten und sich nicht von der Hektik anstecken zu lassen. Denn wir wollen auch am Einsatzort ankommen. Nur so können wir auch helfen. Also, langsam fahren, wenn es schnell gehen soll. Oh, eine Kreuzung. Eigentlich habe ich mit Sondersignal Vorrang. Die anderen haben grün. Was ist, wenn sie mich nicht bemerken und in die Kreuzung reinfahren? Ich muss also sicher gehen, dass sie mich durchlassen. Der Querverkehr hat grün und er muss seine Vorfahrt an mich abtreten. Das geht nur, wenn er das Feuerwehrfahrzeug wahrnimmt. Dafür muss ich mich langsam in die Kreuzung hineintasten. Ich möchte schließlich keinen Unfall riskieren. Damit ist niemandem geholfen. Eine schmale Kurvenstraße, da kann ich nicht mit Vollgas fahren. Jetzt noch Gegenverkehr? Beim Ausweichen besteht die Gefahr, im Graben zu landen. Schließlich ist mein Einsatzfahrzeug 12 Tonnen schwer. In der Kurve neigt es sich durch die Einwirkung der Fliehkraft. Da kann man leicht die Kontrolle verlieren. Lieber die Geschwindigkeit reduzieren und in Schritttempo aneinander vorbeifahren. Wenn ich von der Fahrbahn abkomme und auf den Seitenstreifen gerate, kann das Fahrzeug ausbrechen oder gar umstürzen. Ich darf keinesfalls ruckartig gegenlenken, sondern nur ganz langsam. Sonst kippt das Fahrzeug um. Endlich da! Wir sind sicher angekommen. Das Fahrzeug noch richtig aufstellen und absichern, sodass nichts passiert. Jetzt geht der Einsatz los.